Ihr Lieben, ich habe wieder ein neues Video für euch und zwar zeige ich euch heute, wie ich diese super schönen und leckeren weißen Schnittchen gemacht habe. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Für den Teig brauchen wir ca. 600 Gramm Mehl, 180 Gramm Staubzucker. Ich habe hier noch einen Teelöffel Vanillezucker. Ihr könnt auch eine Packung Vanillezucker nehmen. Dann habe ich hier zwei Eier, 30 Gramm Sauerrahm bzw. Schmand und 180 Gramm warme Butter. Bei dem Mehl kann es ein bisschen variieren, deswegen nur circa 600 Gramm, weil ich nicht genau weiß, wie groß eure Eier sind. Deswegen kann es sein, dass man da noch ein bisschen was dazugeben muss. Wir beginnen damit, dass wir uns die Butter in eine Schüssel reingeben. Und sie dann nur kurz verrühren. Ihr könnt das natürlich auch mit dem Mixer machen, aber ich finde das jetzt hier eigentlich nicht notwendig. Dann gebe ich gleich den Vanillezucker dazu. Und dann den Staubzucker. Die zwei Eier. Sauerrahm bzw. Schmand. Und zum Schluss geben wir einfach nach und nach das Mehl dazu und rühren es mit dem Schneebesen ein, solange es geht. Und dann machen wir das einfach dann mit der Hand und kneten den Teig dann fertig. Bitte nicht allzu viel Mehl dazugeben, weil desto mehr Mehl da dann wieder drinnen ist, dann ist das so, dass sich dann die Platten, die Schichten dann ein bisschen leicht bröselig bis bitter leicht anfühlen, halt schmecken. Also haltet das Mehl bitte wieder in Grenzen. Zum Schluss gebe ich mir den Teig jetzt da raus und knete ihn fertig auf meiner Arbeitsfläche. Bitte schauen, dass man den Teig nicht allzu lange knetet, weil sonst kann er brandig werden durch die Butter. Einfach nur, bis sich alles schön verbindet und ich zeige euch dann, wie er zum Schluss aussehen soll. So in etwa sollte der Teig dann zum Schluss aussehen, also wirklich ein weicher Teig und er soll nicht, also überhaupt nicht mehr an den Händen kleben. Jetzt räume ich mir den einfach nur schön und werde ihn einpacken. Sollte euch der Teig zu weich sein, also solltet ihr das Gefühl haben, er ist zu weich, könnt ihr ihn für ein paar Minuten in den Kühlschrank geben. Und falls nicht, falls er so ist wie bei mir, dann könnt ihr ihn bei Zimmertemperatur dann stehen lassen, circa eine, ja, halbe Stunde. Sollte man auf jeden Fall, dass der Teig ein bisschen ruht und falls er zu weich ist, wie gesagt, gebt ihn einfach kurz in den Kühlschrank. Nach den 30 Minuten können wir schon weiterarbeiten mit unserem Teig. Wir werden uns jetzt den Teig portionieren. Heute mache ich das in 5 Teilen, damit es für euch auch leichter ist. Man könnte es aber auch in 6 Teile machen. Es kommt aber natürlich auch darauf an, wie groß man jetzt die Blätter machen will. Aber heute machen wir es einmal mit 5. Das heißt, den Teig circa in 200 bis 210 Gramm große Stücke wiegen, bitte. Normalerweise mache ich das dann eigentlich so, dass ich auf Backpapier dann das einfach ausrolle und mit meinem Backrahmen dann einfach nur abmesse. Aber das ist, ja, ich mache das halt öfter und deswegen tue ich mir da halt ziemlich, also nicht so schwer und das geht dann halt flott voran. Aber ich wollte jetzt eine Variante nehmen, wo ihr euch vielleicht ein bisschen leichter tut, was vielleicht jetzt vielleicht Zeit, ein bisschen zeitaufwendiger ist, aber finde ich halt einfacher.
Und wie funktioniert das? Ich habe mir hier einfach ein paar Gefrierbeutel, solche 3-Liter Sackerl genommen. Die sind, ich habe es vorher abgemessen, so circa 32 Zentimeter mit 24 oder 25, so in etwa. Aber das ist bitte nicht so genau, aber dass ihr so circa wenigstens eine Norm habt, dass ihr wisst, woran ihr euch orientieren könnt. Dann machen wir die Teile einmal auf, geben uns den Teig einfach hinein, vielleicht mittig, dann geht das vielleicht gleich ein bisschen einfacher. Und jetzt rollen wir ihn einfach aus. Wir verteilen überall im Sackerl, wie es passt, einfach die Masse, bis es überall wirklich schön gleichmäßig ist. Meine Lieben, was ich vergessen habe zu sagen, ihr könnt in den Teig natürlich auch etwas Backpulver reingeben, wenn ihr möchtet. Aber ich gebe es nie hinein, weil ich ja möchte, dass die Blätter halt wirklich so dünn wie möglich sind. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr da noch ein bisschen Backpulver dazu tun. Ich denke mal, so einen halben Teelöffel wäre genau ausreichend. Und wie ihr sehen könnt, ist es wirklich keine schwere Sache. Einfach nur überall den Teig mit dem Roller verteilen, bis wirklich das ganze Sackerl bzw. der ganze Beutel schön gleichmäßig gefüllt ist. Schaut mal, wenn ihr das so dann den Teig rausdrückt und euch da das dann überschwappt, könnt ihr genau das dann, den Überschuss, benutzen. Das gebt ihr dann da hinein, wo es fehlt. Seht ihr? Und da das Eckerl auch. Deswegen finde ich die Technik eigentlich wirklich super. Besonders für Anfänger oder die sowas nicht kennen und noch nicht gesehen haben. Ja, und das war's eigentlich. Unsere erste hätten wir schon geschafft. Das geben wir uns jetzt auf die Seite und verfahren mit den anderen auch so. Wenn ihr dann mit allen fertig seid, sieht das dann circa so aus. Meine Lieben, glaubt mir, nur das erste, zweite ist ein bisschen eine Spielerei, dann ist es natürlich viel einfacher, dann geht das rucki-zucki. Ich habe das jetzt auf so ein Tableau oder ihr könnt das auf irgendeinen Untersetzer, einen geraden raufgeben und die kommen jetzt nämlich in den Gefrierschrank, weil sonst würden wir sie aus dieser Folie ja nie richtig befreien können, also nicht in einem Stück, so wie wir es wollen. Also entweder gebt ihr das jetzt in den Gefrierschrank und solltet ihr bitte keinen haben oder keinen Platz in eurem Gefrierschrank, dann macht ihr das bitte einfach nur mit zwei Backpapierblättern, da legt euch den Teig einfach dazwischen und dann könnt ihr ihn halt formen und dann natürlich gleich backen. Aber ich mache das heute so, weil ich finde, dass es halt einfacher ist und wenn die Gegebenheiten passen und man einen Gefrierschrank hat, finde ich das eigentlich ganz praktisch. Und die kommen jetzt bei mir circa für ja, eine halbe, dreiviertel Stunde, schauen wir mal, wie fest sie sind, in den Gefrierschrank. Aber was ich vergessen habe zu sagen, bitte, es soll dann gerade sein. Also die sollen dann nicht verbogen sein oder so, deswegen auch das Tableau drunter. Also die sollen dann gerade sein, weil die sollen auch gerade bleiben. Unsere Teigplatten jetzt im Gefrierschrank sind und ein bisschen kühlen, bereiten wir schon unsere Milchcreme her, damit sie dann natürlich auch schön gleichmäßig auch abkühlen kann, wie unsere Teigblätter dann. Dafür habe ich einmal 160 Gramm Zucker, 80 Gramm Speisestärke, ich habe da Maisstärke genommen, dann insgesamt 750 Milliliter Milch. Ich habe hier einen Teil, ich glaube 250 Milliliter habe ich da und das andere habe ich schon am Herd, das erwärmt sich schon, also die Milch erwärmt sich schon. Und dann habe ich hier noch einen Schuss Vanillearoma, ihr könnt aber natürlich auch Vanillezucker nehmen, was ihr gerade da habt. Ich gebe mir jetzt ganz einfach nur die Speisestärke in eine Schüssel und auch gleich den Zucker. Es ist wirklich eine sehr einfache Creme, aber wirklich sehr, sehr lecker. Das mische ich mir jetzt einmal durch, dann rühre ich einfach nur die Milch rein, dass es einfach nur schön glatt ist, dass wir dann später auch keine Klumpen in unserer Creme haben. Und dann noch einen Schuss Vanille. Und dann gießen wir das einfach nur dann in den Rest der Milch auf den Herd hinein. So, da am Boden hat sich noch was abgelegt, das brauchen wir auch. Wirklich alles schön ausputzen von der Stärke und vom Zucker.
Und jetzt erwärmen wir das einfach, beziehungsweise kochen es auf. Bitte nicht weggehen, immer wieder rühren, damit sich nichts am Boden absetzt, beziehungsweise damit es nicht verbrennt. Meine Lieben, so sollte das dann circa aussehen, die Creme, also die Milchcreme, wenn sie fertig ist. Also wie gesagt, gut umrühren, damit sich ja nichts unten, verbrennt. Und jetzt dann einfach nur Herd abdrehen. Und jetzt lassen wir das bitte abkühlen. Ihr könnt das vielleicht in ein anderes Gefäß umfüllen, damit das schneller abkühlt. Oder auch sonst nur so, bitte nicht heiß in den Kühlschrank geben. Gibt es vielleicht nach draußen auf dem Balkon oder sonst irgendwo, wo es halt ein bisschen kühler ist. Und dann später zeige ich euch, wie wir die Creme dann fertig machen. Meine Blätter sind jetzt schon leicht eingefroren. Ich habe jetzt eines rausgenommen. Die anderen lasst ihr bitte drinnen, bis ihr sie dann braucht. Und das Backrohr bitte vorheizen auf 170 Grad Ober-Unterhitze. Jetzt werde ich mir da einfach nur mit einer Schere oder ihr könnt auch ein scharfes Messer nehmen, da einfach nur ganz knapp am Rand entlang schneiden. So gut es halt geht. Meine Schere ist leider nicht mehr die schärfste. Einfach nur auf zwei Seiten. So, dass ihr das dann gut raus. Dann gebt ihr mal die obere Seite runter. Das funktioniert wirklich fabelhaft. Und wenn euch da das bricht, dann drückt das einfach wieder ein bisschen zusammen. Dann nehmt euch ein Backpapier. Gebt das drauf. Schreibt das so an, dass das schön drauf bleibt. Dann drehen wir die ganze Geschichte einmal um. Und lösen dann so die obere Seite vom Sackerl runter und so wäre dann schon ein Blatt. Und das gebe ich euch jetzt einfach nur aufs Backblech und ins Backrohr bitte auf Sicht backen. Ich habe zwar nie gemessen, wie lange das jetzt dauert, aber so um die 5 bis 7 Minuten braucht das. Das werden wir nur hell backen, weil das soll wirklich hell bleiben. Also wirklich beobachten, das geht ziemlich schnell. Die erste, zweite Schicht, die brauchen eh meistens ein bisschen länger und die anderen gehen dann aber flott. Mein erster Boden ist jetzt fertig, war jetzt genau 7 Minuten drinnen. Aber man muss ja natürlich auch bedenken, dass die jetzt im Gefrierschrank waren. Trotzdem schnell fertig, bitte aufpassen. Also so sollte es aussehen, wirklich hell backen, nur die Ränder dürfen ein bisschen Farbe kriegen, wenn überhaupt. Weil wir die dann zum Schluss sowieso wegschneiden. Also das erste Gebackene habe ich mal da, bitte auf eine gerade Oberfläche geben, weil das ist einfach nur eigentlich weicher Keksteig. Und wenn ihr das jetzt auf eine unebenmäßige Fläche gebt, dann macht er Ecken und ich weiß nicht, was für Wölbungen, wird dann so fest. Und dann habt ihr dann beim Schichten natürlich Probleme und müsst ihn brechen, dass er leicht backt. Also bei der ersten mache ich das einfach so, dass ich dann ein Backpapier raufgebe und dann einfach entweder ein Geschirrtuch oder sonst was anderes, dass es halt leicht gerade bleibt. Und die anderen Schichten, wenn sie gebacken sind, tue ich sie einfach nur mit dem Backpapier eins nach den anderen einfach aufstapeln, bis ich alle fertig habe. Und die decke ich dann mit einem Geschirrtuch zu und lasse sie auf der Seite stehen, bis sie halt wirklich schön alle abkühlen. Gut, so sieht das dann circa aus. Da kommt jetzt dann wieder das Backpapier drauf und so wird es dann wirklich eins nach dem anderen schön raufgeschlichtet. Abgekühlt ist, brauchen wir einmal 180 Gramm warme Butter. Die werden wir jetzt aufschlagen, beziehungsweise ihr könnt die mixen. Bitte 10 Minuten wirklich schön schaumig rühren, damit die Butter wirklich schön hell wird, weil dann ist es nämlich eine wirklich flockige, leichte Creme, damit die Butter wirklich gut raus zum Schmecken ist und nicht irgendwie schwer ist oder sonst irgendwas. Also wie gesagt, bitte auf jeden Fall mindestens 10 Minuten. Und dann gebt ihr einfach nach und nach immer wieder was von der Creme dazu, bis sich einfach alles gut miteinander verbindet. Jetzt können wir unsere Schnitten dann auch schon zusammenfügen.
Ich habe mir eines meiner Blätter jetzt da in so einen Backrahmen reingegeben. Das muss man bitte nicht machen oder ihr müsst den bitte nicht nachkaufen oder sonst irgendwas. Also wegen dem, das ist nicht notwendig, aber wenn ich ihn schon habe, dann benutze ich ihn halt. Und jetzt nehmen wir uns dann circa, das ist die Creme, circa so die, ja, ein Viertel von der Creme und geben das dann drauf. Schaut halt, dass sich das so ausgeht irgendwie, damit sie halt circa gleich groß sind. Und dann verstreichen wir das gleichmäßig, überall. Wenn ihr die Creme schön verstrichen habt, halbwegs gleichmäßig, so gut es halt eben geht, kommt dann schon auch die zweite Schicht drauf. Die gehen wir dann einfach drauf. Bitte vorsichtig mit denen umgehen, damit sie uns möglichst nicht brechen. Jetzt muss ich den Backrahmen doch ein bisschen aufmachen. So. Jetzt ist die drauf. Und jetzt kommt schon wieder die nächste Schicht von unserer Milchcreme. Dann die dritte, die bestreichen wir auch. Das führen wir jetzt einfach so weiter, bis wir einfach abschließen mit der fünften Schicht. Und dann haben wir schon die letzte. Unsere Schnitten kommen jetzt in den Kühlschrank, weil das nämlich alles schön ziehen muss. Entweder für ja, 6 bis 8 Stunden, am besten wäre einfach über Nacht, weil dann zieht wirklich die Creme schön ein, alles verbindet sich miteinander. Und obendrauf geben wir dann noch eine weiße Schokolade mit Schlagobers bzw. Sahne und Kokos. Ich halt, ihr könnt, wenn ihr wollt, auch oben einfach nur auch Staubzucker raufgeben. Das bleibt ganz euch überlassen, wie euch das gefällt. Aber ich möchte das jetzt nach dem Stehen erst machen, weil ich meine, bei mir ist es eh schön gerade, aber es soll trotzdem sich noch ein bisschen ausgleichen. Die Creme überall soll sich ein bisschen ausgleichen, deswegen gebe ich da immer so ein Backpapier drauf. Und dann erschwere ich es irgendwie mit irgendwas. Ich habe dann immer so ein kleines Tableau, damit es wirklich gleichmäßig ist, also damit es noch gerader ist. Und dann gebe ich mir einfach irgendwas, gebt euch irgendwas drauf. Es soll nicht zu schwer sein, aber es soll ein bisschen was halten, damit die Schnitten wirklich gerade bleiben und wirklich alles schön einzieht. Und dann kühlen die einfach über Nacht, beziehungsweise sollten halt 6 bis 8 Stunden kühlen. Und dann begießen wir das dann mit der Schokolade. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Die Schnitten sind jetzt genug durchgekühlt. Jetzt bereite ich mir dann die Schoki oben vor. Dafür habe ich einfach 100 Gramm Schokolade einfach ein bisschen zerbrochen. Das sind 100 Gramm. Nehmt bitte irgendeine weiße Schokolade oder Kuvertüre, die euch auch wirklich schmeckt. Und dann habe ich 50 Milliliter Schlagobers bzw. Sahne. Und das gieße ich mir jetzt einfach dazu. Und das könnt ihr jetzt entweder über ein Wasserbad schmelzen oder in leichter Temperatur in die Mikrowelle geben, immer wieder drauf schauen, bis es schön flüssig wird. So sollte es dann circa aussehen. Circa die Konsistenz sollte es haben. Bitte bei der Schokolade wirklich aufpassen, falls ihr eine festere habt. Oder ihr passt das bitte eurer Schoki an. Weil wenn die dann fest wird auf den Schnitten, die wir dann später schneiden müssen, bricht uns das dann. Deswegen habe ich so eine Variante genommen, die wirklich, also sie wird nicht wirklich fest, aber drüber kommt dann noch eine Schicht Kokosett. Und das wird dann so auf eine Art fest, aber man kann es super schneiden. Deswegen mache ich das meistens so. So, dann ziehen wir mal alles weg. So, und jetzt gieße ich mir das einfach so drüber. Aber wie gesagt, ihr könnt das auch mit Staubzucker machen. Wenn ihr wollt, und dann mit der Schicht abschließen. Wirklich euren Geschmack anpassen. Jetzt verteile ich das nur überall schön. Gut.
Und dann nehmt euch schon das Kokosett. Ich finde einfach, das passt Kokos auch super dazu, weil dadurch die Schnitte natürlich noch auch viel heller aussehen und auch die Schoki oben irgendwie schön binden und es passt hinein. Also so ein leichter Kokosgeschmack dann halt. So, meine Lieben, wir wären jetzt eigentlich halbwegs schon fertig. Jetzt werden wir die Schnitten nur noch einmal in den Kühlschrank geben für eine halbe Stunde, dass die Schoki noch ein bisschen fester wird. Und danach können wir schon die Schnitten zuschneiden und dann sind wir schon fertig. Gut, bei mir ist das jetzt richtig durchgekühlt, war jetzt ein bisschen länger als eine halbe Stunde drinnen. Ich habe jetzt nur den Backrahmen entfernt. Meine Lieben, da auf der Seite kann man jetzt richtig sehen. Seht ihr die Ränder, die werden wir uns dann alle wegschneiden. Das macht überhaupt nichts, auch wenn das so unschön ist derweil. Aber die Ränder bitte dann nicht wegschmeißen. Die kann man essen, die sind nämlich sehr lecker. Also nehmt euch dann einfach ein scharfes Messer, klein oder groß, mit was ihr halt am besten umgehen könnt. Und dann schneiden wir uns dann einmal als erstes die Ränder weg. Schauen wir mal so. Und die gebt ihr euch dann zur Seite. Und bitte nicht wegschmeißen oder sonst irgendwas. Bitte auch essen. So, und die anderen schneidet ihr dann auch weg. Ich will euch nur einmal ganz kurz zeigen. Seht ihr das mit den Schichten und den Cremen? Der Creme? Schon toll aus, gell? Und dann schneidet ihr sie einfach in beliebig große Schnitten, aber bitte, die werden ziemlich klein geschnitten und ziemlich schmal. Also das sind nicht wirklich so, wie man es kennt vom Blechkuchen, also so große Stücke. Die werden wirklich kleiner geschnitten. Aber bitte, ihr macht es dann einfach, wie es euch am besten gefällt. Wenn ihr sie dann fertig geschnitten habt, könnt ihr sie dann schon anrichten bzw. lagern. Tut man sie im Kühlschrank. Ich packe sie halt immer in Dosen, dann gebe ich sie in den Kühlschrank. Desto länger die stehen, desto leckerer sind die, weil dann wirklich die Creme und alles mehr einzieht und sie dann wirklich schön saftig werden. Man kann sie auch wirklich super gut einfrieren, weil es doch ziemlich viel ist. Und wie gesagt, schneiden könnt ihr, wie ihr wollt. Ihr müsst sie vielleicht am Anfang, wenn man das erste Mal schneidet, nicht so klein schneiden. Ich habe sie jetzt 2 cm mit 7 cm geschnitten. Aber ihr macht das bitte so, wie ihr könnt und so, wie ihr wollt. Meine Lieben, so sehen jetzt meine Schnitten fertig aus. Ihr könnt sie dann natürlich dekorieren, wie auch immer ihr wollt und wie es euch gefällt. Ja, sonst hoffe ich, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir vielleicht einen Daumen da, vielleicht einen Kommentar, wenn ihr es nachgebacken habt, wie ihr die Schnitten findet. Schickt mir auch Fotos auf Facebook, wenn ihr was nachgebacken habt. Darüber freue ich mich auch sehr. Ja, sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!